Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman. Wir beenden jetzt das Spiel hoffentlich. Auf jeden Fall machen wir das Level erstmal. Episode 3 von den Schurken, Kapitel 5. Das Level des Jokers am Ende, sag ich mal. Und wir gucken, was wir alles tun können, müssen, sollen. Das ist gut, dass er einfach alle einfriert, weiterläuft und dass wir die Arbeit machen können. Das eine haben wir, Minikit hier links haben wir schon gecheased. Film noch gut. Ich habe den Mad Hatter jetzt nicht mitgenommen, ne? Mist. Jetzt habe ich den Riddler. Bäh, Schmutz. Ich glaube, das brauchen wir sowieso, um weiterzumachen. Deshalb bauen wir es aber schon mal hin. So, wir haben schon wieder 145 Millionen. Lohnenswert. So, wir haben jetzt hier noch zwei Dinge. Eins ist da oben. Eins ist hier. Ich bin denken, ich glaube, ich muss jetzt nicht das hier machen, sondern hier oben. Was soll ich hiermit machen? Ah, okay, aufräumen oder was? Ich meine, klar, kann ich machen, ist ein bisschen nervig, aber gut. Wie viel gibt's denn hiervon überhaupt? Hier ist noch ein größerer Fleck. Da links ist noch ein Fleck. Ja, das hier habe ich einfach gecheased mit den Pflanzen. Fand ja sehr gut. Und da oben ist auch noch Müll. Ja, hier ist auch noch was. Wenn wir es aufgeräumt haben, dann sollte da oben ja irgendwas spawnen, hoffe ich. Wenn ich denn hier hochkomme, irgendwie. Ah, okay. Wahrscheinlich soll ich über die Leitern fahren. Macht natürlich Sinn. Ehre, Powerstein. Da muss ich noch jemanden mit dem Doppelsprung jetzt irgendwie bekommen. Ah, okay, man kann da gar nicht hin. Interessant. Dann nehmen wir die gute Poison mit. Wahrscheinlich dann von hier, oder? Sieben Stück noch. Ganz eine Menge. Habe ich ehrlich gesagt weniger erwartet. Aber nehme ich so hin natürlich. Powerstein haben wir. Geisel fehlt. Komm her, NPC. Wir wollen weitermachen. Da ist der Penguin. Dann haben wir hier den Spaß. Also du fährst da wieder runter, ne? Interessant.
Töte ihn noch. Achso, das ist meiner. Oh, okay. Komisch. Ich hasse, dass es eigentlich nur noch einen Doppelsprung-Charakter hat, das ist Poison Ivy. Und die ist soweit, also die ist halt der ausgewählte Charakter. Passt irgendwie nicht so ganz. Ist nur die Frage, wie ich da hochkomme, ne? Okay, einfach hier rüberlaufen wieder. Ich hasse Charaktere mit einem Rückwärtssalto. Oh, warum bist du jetzt runtergefallen? Oh, was macht ihr denn? Bleib doch einfach mal da oben. Ach, RIP. Und komm. Nein, 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 nicht! Komm her, bitte! Gott, seid ihr nervig! So, und jetzt hier einmal rüber, oder was? So, haben das geschafft. Ist das ein nerviger Scheißschmier gewesen? Also, ganz ehrlich, warum? Dann jetzt hier einmal Robin oder Nightwing. Zack. Das Ding aufbauen, keine Ahnung wofür. Und das einfrieren, da kriegen wir Minikit raus. Keine Ahnung, was das sein soll, aber gut. Können wir uns das sparen, die Brücke da aufzubauen? Okay, was soll ich denn hier tun? Also ich habe hier Sprengstoff. Ich glaube, den mache ich erstmal kaputt. Okay, ich hab keine Ahnung, was das bringt. Okay. Aber als Halle bin ich auch so hingekommen, ne? Und es fehlen noch zwei Dinge. Ich habe keine Ahnung, wie, wo oder was. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was hier noch zu tun ist. Thank you.
Okay, vielleicht bei dem anderen die ganze Zeit auf das andere Spam oder was? Das sieht aus, als würde die da rauskommen, aber wie macht das hier kein Geräusch? Okay, hier kann ich die nur treffen. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Okay. Auch nicht? Könnt ihr nicht einfach mal aufhören, euch irgendwie die ganze Zeit rumzubuggen und euch irgendwelche Charaktere auszusuchen? Okay, gut, haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Arkham Asylum, speichern und beenden, weil gar kein Bock auf den Quatsch. Invincibility, Unbesiegbarkeit, ja. Dann braucht, also ist halt irgendwie Quatsch. Du kriegst Herzregeneration, bringt dir nichts. Also, okay, die bringt dir schon was. Dann kriegst du 3 Herzen extra oder 2 Herzen extra. Ist halt komplett nutzlos dann. Und dann hast du halt noch Unsterblichkeit. Also die macht dann halt den Rest wieder, also die macht den Rest halt nutzlos. Warum? Also, ja, gibt's eine ganze Asche, ganze Menge Asche für, aber braucht man nicht. Na, ich weiß noch nicht, was die Unbesiegbarkeit kostet, oder wie 1000? Ne, kostet wahrscheinlich 1 Million oder 10. Selbst wenn es 10 Millionen sind. Ich pisse 10 Millionen. Das ist halt legit kein Geld gerade. Also, jetzt haben wir alles Mögliche. Das heißt, wir können jetzt alles kaufen, hoffe ich. Data? Immer noch nicht, okay. Vielleicht müssen wir dafür erst die Charaktere kaufen. Erstmal kaufen wir extra, was kostet das? 500, es kostet 500.000, ich dachte, es kostet wenigstens viel. Ja, ist ja voll, ne? Charaktere, wir haben jetzt Hush. Keine Ahnung, wer es ist. Und ihmchen hier fehlt. Können wir was zu Hush kaufen? Nö. Okay. Das heißt, hier können wir aktuell noch nichts weitermachen. Extras. Ja, Extras. Invincibility on. Dann würde ich sagen, machen wir noch schnell das Level hier. Also hier sehen wir die ganzen Dinger. Die haben wir alle schon mal angeguckt. Ich habe, glaube ich, keinen übersprungen. Haben wir alles. Den Joker-Helikopter als letztes bekommen. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, was wir überhaupt bekommen. Und hier ist dann das Arkham Asylum. Gucken wir mal, wie sie wir uns da schlagen werden. Ich hätte vielleicht irgendwas Cooles nehmen sollen. Ja, anything is possible. Hör doch auf, ihn immer zu schlagen. Was soll denn das? Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir jetzt mal darauf achten, dass wir alles einsammeln. Okay, cool. Ich hätte es erwartet, dass ich das treffe, aber nein.
Hier kriegen die nochmal was, oder? Wahrscheinlich. Okay, gut. Das habe ich hinbekommen. Kann ich hier was starten, wenn ich hier raufgehe? Nee, oder? Muss ich so noch. Kann ich noch ein Tor mit dem machen? Kriegt dafür nochmal Geld, oder? Nee. Kannst du auf der anderen Seite mal versuchen? Oder muss ich ihn erst auf den Punkt legen? Das kann natürlich auch sein. Okay, ich versuch's einfach mal jetzt ein Tor zu machen. Ja, okay, das hat geklappt. Okay, hier gibt's nochmal. Wie viel kann ich denn hier machen? 5 Tore oder was? Na, 4 sind es auf jeden Fall schon mal. Also, es kann sein, dass ich einfach das ganze Geld farmen kann, ne? Aber. Klingt halt irgendwie dumm. Okay, 5 haben wir jetzt. 6. Okay. Hiermit haben wir das bekommen. Okay, gibt es das nur für eine Seite? Kriege ich irgendwie noch einen extra Punkt, wenn ich das jetzt verschoben habe? Ich denke nicht, aber man kann es ja mal testen. Ne, okay, damit sind wir jetzt durch. Das haben wir auch kaputt geprügelt. Denke ich, dass es noch was gibt. Junge, ist das Ding hier schnell. Ich glaube, die wollen mir wehtun, da bin ich mir sicher. Okay, die kann ich nicht zerstören auf jeden Fall. Verbrauche ich wahrscheinlich den Eiswagen? Oder diesen riesigen Roboter da, aber ich glaube, der ist echt langsam. Okay, hier gibt es auch nochmal eine eigene Strecke für den. Hier kann ich wieder Sachen einsaugen, okay. Okay, wenn ich fahre, hauen die vor mir, aber sonst wollen die mich verprügeln. Ich kann nicht ganz folgen, was der Sinn von diesen Leuten ist, aber es gefällt mir nicht allzu gut, wenn ich ehrlich bin. Da kann ich noch, ich könnte noch die Pflanze noch nehmen. Ich habe keine, was sie da die ganze Zeit aktivieren. Weil ich hier die ganze Zeit, irgendwie so, die ganze Zeit, aber hin und wieder mal diesen Schalter.
Wahrscheinlich muss ich sogar mit allen Fahrzeugen mich bewegen, weil ich halt von allen das Geld brauche. Weil ich glaube, hier nach ist dann auch schon Schluss, weil Geld ist halt schon fast da, ne? Bei 20 dürfte hinkommen. Also nun können wir das ein Ding dahin ja auch sprengen. Okay, ich glaube, das hier hat kein eigenes Geld irgendwo. Scheint jedenfalls so. Aber das hier wieder. Da rechts am Rand ist noch Geld. Das sind wie die Geister hier im Pac-Man, die weiß ich einfach alle tot. Ja, stimmt. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so langsam sauge, aber ich glaube, hier habe ich einfach meine Extras alle nicht. Hier gibt es auch noch Geld. Also, ich glaube, man kann hier einfach mehr Geld sammeln, als man eigentlich braucht, weil... Dann... Und da ist ja noch überall was. Bin ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Also das war jetzt relativ schnell. Also soll das so sein, dass ich, also bei dem anderen war es halt so bei Wayne Manor, dass ich halt perfekt diese 1 Million Stats sammeln konnte in irgendeiner bestimmten Zeit. Aber hier ist halt einfach so, jo, du hast halt mehrere Möglichkeiten, mach das Beste draus. Weil zum Beispiel das Ganze, okay. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen buggy. Vielleicht sollte ich auch nicht den Bereich wechseln. Ich habe keine Ahnung, wer Hush ist, aber ja, wahrscheinlich ein Batman-Villain. So, können wir den nächsten Charakter kaufen? Ra's al Ghul. Den haben wir gekauft, gut. Und jetzt dürfen wir auch den ganzen Quatsch hier kaufen. Der soll wohl teuer sein? Ne. Also ich habe das hier, glaube ich, ziemlich kurz gezeigt. Wenn ihr es lesen wollt, gern tun. Okay, dafür brauche ich alles an Geld. Sonst fehlt ja zum Glück nicht so viel. Okay, gut, das fehlt ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Ach, ich habe keine Boni mehr an, klar. Und das müsste es gewesen sein, jo. Und jetzt können wir das ganze Geld, was wir haben, nochmal ausgeben. Ich hoffe, es ist einfach Bruce Wayne als Batman. The End? I guess so? Don't know? Wo ist ein Ra's al Ghul? Läuft hier zufällig rum? Ist doch entspannter, ihn zu finden, weil... Ja, wir haben jetzt 100%. Es ist die Frage, ob da jetzt noch was kommt. Weil... The End? Fragezeichen. Das ist er nicht. Okay, schon hat Ra's al Ghul keine Lust auf uns. Schade. Ja gut, wer ist denn den müssen? Ja, ich gucke nochmal ganz kurz im Internet, ob The End irgendwas zu bedeuten hat oder ob es einfach noch einen zweiten Teil weiß. Keine Ahnung. Also ich konnte jetzt nicht so viel feststellen, aber würde ich sagen, ja, bald geht's weiter. Also für euch wahrscheinlich morgen. Für mich
demnächst geht's weiter mit Lego Batman 2, denke ich mal. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Projekt. Bis dahin, haut rein und ciao.